Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder die besondere Freude, über Wolleprodukte zu sprechen, und zwar über ihre besonderen Rezepturen da drin. Arno Wolle war wirklich ein begnadeter Mathematiker, der Produkte entwickelt hat und die errechnet hat. Fragen Sie mich bitte nicht, wie er das errechnet hat, aber es wurde so überliefert, dass er alles ausgerechnet hat. Diese Produkte waren in Dänemark weit verbreitet, dann eine Zeit lang wieder verschwunden. Heute sind sie wieder da und es gibt ganz viele von solchen diesen Produktmischungen. Und heute möchten wir über eine unterhalten, die eben auch einen unfassbaren Leistungsausweis schon gebracht hat in Bezug auf Haarausfall, auf Akne, auf hormonelle Schwankungen. Und das möchte ich heute ein bisschen zum Thema machen. Mit zwei wunderbaren Menschen diskutieren, die heute angereist sind. Einer aus Österreich, die Dame aus Dänemark. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder. Ganz herzlich willkommen, liebe Anne Rallenkröter. Ganz herzlich willkommen. Und lieber Simon Windhager. Ganz herzlich willkommen hier im Studio. Danke. Ja, wir reden jetzt tatsächlich über eine Vielfalt von Möglichkeiten. Wir fangen an mit Haarausfall und Akne. Ich glaube, da sind viele Zuschauer gerade betroffen, insbesondere auch jüngere Leute bei Akne. Dramatisch finde ich immer wieder, man möchte schön sein. Ja. Und ist im Moment gleich diesen hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Aber es geht dann hin bis zur Menopause, Absetzen von der Pille und Nebennierenprobleme und. Lieber Simon, was hat Arno Wolle denn dazu produziert oder sich gedacht? Arno Wolle hat uns wie immer überrascht. Der erste Kontakt schon von mir als Apotheker mit den Mischungen, mit diesen Kräuterformeln war überraschend. Die Mischungen sind einfach ungewöhnlich. Sie haben ihre eigene Kombinatorik. Die Mischungen haben eine Vielfalt drinnen und einen Fundus an Kräutern, die wir selbst als Apotheke mit vielen Kräuterrohstoffen erstmal einfach nicht da hatten. Mhm. Und dann haben wir begonnen, wie bei anderen Mischungen auch, die Kräuter mal zu besorgen, zu organisieren, uns durchzufragen, wer hat denn das noch in der entsprechenden Arzneibuchqualität, damit wir am Schluss ein fertiges Produkt da haben oder diese fertige Mischung, auch damit die Mischungen und diese Kräuterformeln nach Wolle, so wie wir die alten Rezepturen übernommen haben, so wie Anne diese Mischungen gerettet hat damals, damit wir sie genau so auch wieder herbekommen. Und da ist eine dieser Formeln, die Nummer 1882 nach Arno Wolle, das ist die Mischung gegen den Haarausfall. Mhm. Und die ist insofern auch überraschend, dass wir Rückmeldungen bekommen von Ärzten, von den Menschen, die damit arbeiten und ihre Patienten damit therapieren, die uns dann sagen, wie fantastisch das ist. Mhm. Da gibt es eine Ärztin, die sagt, ich habe gerade nach einer viralen Erkrankung, nach Covid-Erkrankung, nach einem starken viralen Infekt, ist die Folge oftmals daraus, dass es zu einem erhöhten Verlust der Haare kommt und zum Haarausfall kommt. Und das kann mitunter massiv sein. Es ist nicht nur, dass ich ein paar Haare im Kamm habe, sondern richtig büschelweise Haare verliere. Und genau in dieser Phase, wo es jetzt auch nach diesen vielen viralen Erkrankungen häufig der Fall war, haben wir auch gesehen, dass die 1882, die Mischung gegen den Haarausfall, viel verwendet wird, viel verordnet wird und ganz viel dankbare Rückmeldungen kommen, weil die Patientin sagt, damit geht es wieder besser, damit merke ich sofort, das ist, da tut sich was. Und wenn ich jetzt auch so von der pharmazeutischen Perspektive auf die Mischung schaue, dann ist es auch hier wieder, Wolle hat... Entschuldigung, diese ganz kurze Werbeunterbrechung, aber bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal hier unten, denn das hilft nicht nur uns für die Verbreitung dieser Sendungen, sondern wir können damit auch viel, viel mehr Menschen erreichen und ihnen Hoffnung damit schenken. In diesem Sinne, danke ganz herzlich und weiterhin viel Spaß. Wolle hat nicht nur einfach viel zusammengemischt nach dem Motto, dann wird schon irgendeins davon wirken. Wolle hat immer sehr präzise gerechnet. Wir wissen es von seiner Familie, von seinen Nachfahren, von Zeitzeugen, dass Wolle immer gesagt hat, ich habe das ausgerechnet. Er war ein großer Geist, er war ein Mathematiker und er hat immer gesagt, die Formeln habe ich berechnet. Weil typischerweise, wenn ich jetzt da reinschaue, ist die Hauptpflanze ist Enzianwurzel. Es gibt die Bitterpflanze Nummer 1, also es gibt keine Pflanze, die Enzianwurzel ist die Pflanze mit den höchsten Bitterstoffen, die in Europa überhaupt wächst.
Es ist Kinderrinde drinnen, auch eine Pflanze mit sehr viel Bitterstoffanteil. Es ist auch der Baldrian drinnen, aber es ist so ein buntes Bouquet an Kräutern, die man eben nicht typischerweise, wie man sonst kennt, mit Goldhirse, mit diesen Nährstoffpflanzen, wie man sie sonst auch lernt, die typisch damit komponiert werden, sondern Wolle überrascht. Und Wolle ist immer irgendwo auch ein bisschen anders. Es sind immer schon die Wurzeln drinnen, wo man sieht, der Mann hat viel gelesen, der hat viel gelernt, der hat sich eingelesen in diese alten Bücher, in die alten Werke, und er hat aber seinen eigenen Zugang gehabt. Ja, ganz spannend, die Panne. Und ich möchte einfach gerne nochmal zurück auf den Haarausfall, weil das ist, das, wenn es soweit ist, das fühlt sich so alarmierend an. Das kann sehr, sehr, sehr schnell gehen nach Infektionen, aber auch durch hormonelle Störungen. Das, was diese 1882 macht, ist, erstens stoppt es den Haarausfall und zweitens, die Haare wachsen nach. Und die Haare sind für alle Menschen in irgendeiner Form wichtig, auch wenn es vielleicht nicht das Wichtigste ist, aber in allen Kulturen ist es für die Menschen nicht schön, plötzlich die Haare zu verlieren. Es ja, sei denn, man wählt, sie jetzt zu rasieren, das ist ja auch gerade modern, aber das macht bei vielen so einen extremen Druck, und deshalb, das hier ist wirklich was, wo Wolle eine Hilfe bietet. Das finde ich so schön. Ich habe immer unter Haarausfall verschiedene Ursachen gesehen. Ja. Aber letztendlich heißt das, dass gewisse Wirkstoffe irgendwie alles so ein bisschen balanciert. Ich meine, es kann ja auch eine Vergiftungsproblematik sein für Haarausfall. Genau, es kann falsche Shampoos sein. Ja. Es kann, weiß Gott was, Stress. Genau, genau. Und da ist das Schöne, finde ich, dass Arno Wolle in den Rezepturen verschiedene Faktoren bedacht hat, verschiedene Ursachen auch. Da ist die Leber mit drinnen, wenn du es siehst. Das Thema Entgiftung und auch Belastung. Also man weiß eben, die Vergiftung und Belastung des Organismus mit Chemikalien, mit Umweltgiften kann zu Haarausfall führen. Mhm. Der Stress kann zu Haarausfall führen. Mhm. Es ist eben die Folge von viralen Erkrankungen, von Hormonschwankungen. Mhm. Und das ist auch in dieser Kräutermischung, wenn ich es jetzt von dieser Brille aus betrachte, wenn ich jetzt nicht Mathematiker bin, sondern ich rechne es nach, da kann ich es auch von der nur ganz klassischen wissenschaftlichen Seite sehen und sagen, Enzianwurzel ist eine Bitterstoffpflanze und damit ein Lebergalle-Therapeutikum und damit ein Mittel, das die Leber richtig in Schwung bringt, richtig ins Fließen bringt. Die Bitterstoffe machen die Gallenproduktion, werfen das an und das hilft der Leber dann zu entgiften und auszuscheiden. Dann ist dann sind die Teile drin, die Baldrian, die Stressachse und damit diese ganze hormonelle Stressachse beruhigen und den Faktor Stress mit hineinnehmen. Also ich habe ja immer so auch die ganze Bandbreite auch darstellbar an Ursachen und dargestellt innerhalb der Pflanzen, die diese Gleichgewichte wiederherstellen können oder diese Impulse geben, dass der Körper in die Regulation geht. Es geht ja nicht nur darum, dass ich mir eine Krücke baue, sondern es geht darum, dass der Körper wieder ins Regulieren kommt. Deswegen der kleine Klaps für die Leber und der für die Hormone und für meine Ruhe und meine innere Mitte, dass mit der Körper wieder selber darauf kommt, ich kann kräftige Haare wachsen lassen. Und das ist nur ein Beispiel, würde ich jetzt sagen. Und wenn eine Mischung da nicht reicht, da ist Arno Wolle ja dann so weit gegangen und hat verschiedenste Mischungen kombiniert. Da ist er in die Kombinatorik dann gegangen. Hat gesagt, die Mischung plus die Mischung. Also wenn eine nicht reicht, dann ist er in die Kombinatorik gegangen. Okay. Und diese Zusammenhänge, Haarausfall, und jetzt machen wir den Bogen zu Akne, hat das alles auch wieder mit der Ausbalancierung des Hormonstoffwechsels zu tun? Deshalb Haarausfall und ich meine Kinder mit Akne. Also sollten auch Kinder mit Akne das mal versuchen. Das geht Hand in Hand. Es sind immer die Disbalancen auf der einen Seite hormonell gesehen. Das ist natürlich der Wechsel in Pubertät und einfach die Veränderung des Körpers durch die hormonellen Einschüsse und Schwankungen, dass die Akne einfach entstehen lässt. Und auf der anderen Seite aber auch dann dieses Infektiöse, die Bakterien, die auf der Hautoberfläche sitzen. Es sind die Bakterien auch und Entzündungen auf dem Haarboden, die zum Haarausfall führen können, weil die Haarwurzel entzündet sind. Und das Gleiche sind die Follikel,
die Talgfollikel, die dann im Gesicht, am Rücken, am Körper die das Thema Akne auslösen können. Also hier haben wir schon eine Parallelität. Und man sieht auch eine Leber, die viel beschäftigt ist, oder ein Körper, der über die Leber entgiftet gerade. Dann sieht man, Menschen kriegen Ausschläge, kriegen auch Akne, kriegen vor allem am Kinn beispielsweise oder auch am ganzen Körper dann Pusteln oder akneartige Erscheinungen. Also die Physiologie dahinter und die Pathophysiologie, die ist jetzt ob Haare oder Gesicht oder Haut generell, die ist eng verwandt. Das ist ein Stoffwechselweg. Und da gibt's für die Akne hat Anna Woller eben diese Nummer 1886, das ist die Akne-Formel, hinterlassen. Die ist jetzt anders als die Haarausfall-Formel. Auch hier haben wir Bitterstoffpflanzen drinnen. Also die Elemente sind schon, die haben schon eine innere Logik. Es hat schon eine Komposition drinnen, aber trotzdem ist die Formel für die Akne wieder ganz anders. Hier ist auch mehr dieses auch Antibakterielle, um diese bakterielle Ursache mit reinzunehmen, ist in diesen Mischungen mehr berücksichtigt. Das ist auch eine ganz spannende Mischung. Es ist die einzige, wo ein Teil der Kräuter verglüht wird und dieser Glührückstand, diese Asche dann in die gesamte Mischung dazukommt. Letztendlich ein Konzentrat. Also ob ich jetzt einen Extrakt mache, indem ich das Ganze in Alkohol einlege und das dann trockne, oder ob ich es letztendlich, ist es ein oxidativer Aufschluss, ich konzentriere das Wesen, das mineralische Wesen der Pflanze. Ich frage jetzt immer, welchen Teil der Pflanze will ich jetzt mehr nutzen? Brauche ich jetzt mehr die flüchtigen Stoffe, die ätherischen Öle? Dann mache ich einen CO2-Auszug oder den Alkoholauszug. Wenn ich sage, ich brauche die Erde, ich brauche die Mineralstoffe aus der Pflanze, dann ist Verglühen eine uralte Methodik, aber geht wunderbar. Das ist dann die Akne-Mischung, liefert sehr viel mineralische Bestandteile durch dieses Veraschen, durch dieses Verglühen eines Teils der Kräutermischung. Hast du schon selbst gesehen, wie Kinder, Schüler zu dir kommen in die Apotheke, so eine Mischung sich nehmen, und hast du dann auch nach kurzer Zeit die Wirkung schon gesehen bei ihnen? Das ist überraschend. Also das ist überraschend. Ja, wunderbar. Da kommt dann mehr der Vater oder die Mutter. Und die sagt, mein 15-Jähriger sagt, Mama, kannst du mir wieder diese Kräuterkapseln holen? Ja. Und viele, ich kenne nicht viele 15-Jährige, die freiwillig nach Kräuterkapseln fragen. Hast du andere Schwerpunkte? Ja. Das ist die Eitelkeit, das ist ganz wichtig. Aber das hier wollen sie haben, weil es wirkt. Ja, und das ist toll. Das ist dann schön zu sehen und das sehen wir regelmäßig. Also die Kombination oder die Kräuter funktionieren und die Haut wird besser und der Rücken schaut wieder anders aus. Und das ist für einen Jugendlichen, der sieht er im Spiegel und der holt sich die Kräuter wieder. Und es geht ihm offensichtlich dann gut damit. Das sind die Jahre der Eitelkeit, würde ich mal sagen, wo das ganz wichtig ist. Und ich denke aber auch, dadurch wird vielen Jugendlichen Antibiotikum erspart. Mhm. Weil viele Jugendliche bekommen wegen ihrer Akne ansonsten gerne ein Antibiotikum. Ja, klar. Und die Mädel die Pille, oder? Ja, genau. Ja. Nur wegen der Akne. Ja. Da denke ich, das eine ist auch, was man den Jugendlichen damit erspart, auch für später an Schaden. Gut, man kann es jetzt auch zumindest mal einfach mal probieren für ein paar Monate. Genau. Wenn der Erfolg da ist, ist ja dann gut, bevor man wirklich mit den anderen Werkzeugen arbeitet. Ja. Großartig. Ja, das ist wirklich schön. Das soll die Reserve sein. Ja. Das ist schon als Erstes. Es ist gut, dass es die anderen Sachen gibt. Das meine ich also ganz sicher. Aber ist die Reserve jetzt ein gutes Wort? Ja, es ist wirklich, genau. Zuerst mal in die Natur sehen und schauen, was ist in der Natur da. Ich habe das früher für romantisch gehalten. Aber mittlerweile habe ich eine andere Erfahrung dazu gewinnen dürfen, dass man sieht, wie viele junge Menschen kommen. Es heilen nicht 100% der Akne-Patienten aus. Akne kann eine massive, schwere Erkrankung sein, die auch sehr in die Tiefe geht, wo auch viel darunter liegt. Da geht es dann auch bis hin zu den Schwermetallen und bis zum Darm. Ja. Aber ich kann mit Schritt 1 sehr vielen Menschen diesen Regulationsschub geben und dem jungen Menschen wieder helfen, seine Haut wieder ins Gleichgewicht zu bekommen und damit die Vitamin-A-Säure-Derivate, die die ganze Haut austrocknen und letztendlich auch zerstören, schon die Akne dann bessern, aber mit wirklich massiven Nebenwirkungen. Und wenn man das sparen kann, wenn ich hier nur, sage ich mal, einen Teil der jungen Leute einfach ein besseres Hautbild ohne große Nebenwirkungen geben kann, dann hat dieses Geschenk immer schon einen großen Dienst getan. Bevor wir noch in die Unterleibsbeschwerden oder Minor-Problematiken reden, geht es ja auch wieder ums gleiche Produkt. Nur ganz kurz eine Frage.
es gibt jetzt 48 solche Gulle-Produkte. Mhm. Und alle haben ja eine Fülle von Wirkstoffen drin. Wie viele Wirkstoffe hast du in deiner Apotheke, wenn du das zusammenmischst? Das muss ja gigantisch sein. Über 200 verschiedene Kräuter und Kräuterrohstoffe, die wir für diese ganzen Wolleformeln, die man als Apotheke dafür bereithalten muss, um die Rezepturen ausführen zu können. Und das muss pingelig genau sein? Ja. Ja, ja. Sonst stimmt es mathematisch wahrscheinlich nicht mehr. Wir nehmen das sehr ernst. Also wir arbeiten hier auf die dritte Kommastelle seiner Rezepturen und hier wird nichts weggelassen. Und manchmal muss man schauen, weil hier die Berberitzenwurzelrinde verwendet wird. Ja? Und ich bekomme zwar Berberitzenrinde, aber das sind so besondere Rohstoffe, die man eben auftreiben muss. Und manchmal, also Produktion ist nicht immer leicht, dieser Mischung, weil dann musst du warten, weil eines kommt erst in 2 Wochen oder dann doch in 6 Wochen und dann, dass du hier alles zusammen hast und zur Verfügung hast. Damit und das muss ja auch pharmazeutische Qualität haben, die Qualität oder? Muss auf pharmazeutischem Level sein. Die Rohstoffe müssen der Arzneibuchqualität entsprechen. Ich kann nicht von irgendwoher irgendeinen Rohstoff bekommen und das macht es durchaus herausfordernd, aber man sieht es, man spürt es, man riecht es, wenn die Mischung komplett ist, dass das dann auch was Besonderes ist. Also musst du das aus der ganzen Welt her zusammen suchen? Es ist eine Herausforderung, aber wir können es sehen. Und ich meine, der Duftstoff, ich staune nur, das ist Therapeutikum pur, nur schon darüber dran zu riechen. Aber jetzt gehen wir mal rein, noch was in dieses Produkt rein, im Bereich Menopause, Nebennierenschwäche, Absetzen der Pille, das funktioniert alles über diesen Ausgleich, über diese Wirkstoffe. Ja, wenn wir zum Beispiel in den Bereich Menopause gehen und den Bereich Wechseljahre betrachten, auch ein sehr großes Problem. Es kommen viele Patienten, vor allem Patientinnen, die unter diesen ganzen menopausalen Beschwerden leiden. Und dieses Spektrum ist groß und dieses Spektrum ist breit. Mhm. Und da geht es von den Schlafschwierigkeiten bis zu den Stimmungsschwankungen, auch alles, was durch diese hormonellen, deswegen heißt es ja Wechsel, weil das wechselt so von hoch ins Runter und das ist nicht angenehm mitzumachen. Und da ist eine Mischung, hat Wolle eine eigene Mischung komponiert. Ja. Das war diese 1878. 1878, das ist wieder eine andere Nummer, ja. 1878 gleich Mino. Das ist sehr gut. Ja, ich habe das ja auch erlebt, jetzt nicht für mich, sondern innerhalb der Familie, was da für große Schwankungen da sind und Probleme und man fühlt sich nicht mehr wohl. Mhm. Wir haben das Glück gehabt, eine Hormonärztin dann zu finden, die über den Hormonstoffwechsel gemessen hat, dass da Progesteron, glaube ich, Mangel ist. Ja. Hier haben wir wahrscheinlich die Basisstoffe, die der Körper braucht, um es selber herzustellen, oder? Progesteron oder Roll. Progesteron? N am Schluss. Progesteron. Ich kann es nicht merken. Okay. Ist das die Wirkstoffe, die letztendlich dazu führt, dass der Körper selber Progesteron produzieren kann, die dann letztendlich den Ausgleich schafft? Ich kann es auch unter der Brille betrachten. Allerdings sind es jetzt nicht typische, man kennt aus den Menopausenmischungen Produkten, die es sonst so auf dem Pflanzensektor gibt. Das sind sehr häufig diese Isoflavone. Das Thema in der Menopause ist, dass die Gelbkörperseite, das Progesteron, schwankt und arbeitet. Und auf die anderen Seite die Östrogenseite, das ist das Estradiol, das Estriol. Auch hier gibt es Schwankungen. Mhm. Das wechselt, das schwankt und das macht das Beschwerdebild. Ja. Jetzt ist die klassische phytotherapeutische erste Schritt, ist, man gibt diese Isoflavone, die dann diese wie Pflanzenöstrogene wirken und diese Östrogendefizite wieder ausgleichen. Und da ist es wieder so, Wolle überrascht. Es ist nicht eine isoflavonhaltige Pflanze in dieser 1878 Menopausemischung enthalten. Man weiß auch, dass diese Isoflavone nicht so unproblematisch sind. Es ist jetzt nicht körpereigenes Östrogen, es sind pflanzliche Östrogene, die können zwar schon einen Impuls geben, aber sie werden auch in den letzten Literaturen, Recherchen und Publikationen wieder auch als etwas kontroverser diskutiert. Wolle hat keine hormonellen Rohstoffe und keine Grundbausteine geliefert, so wie man sonst kennt, die Jamswurzel mit dem Diosgenin, das der Körper verstoffwechseln kann, als Grundbaustoff verwenden kann. Nein, Wolle hat einen anderen Zugang. Letztendlich ist die Hauptpflanze ist hier der Salbei und die Schlüsselblume. Schlüsselblume kennt man für Tee, für Husten, für sowas, ja, aber nicht als klassische Menopausen-Phytotherapie.
Und der Ball drin ist drinnen, da weiß man schon, da geht es wieder um den hormonellen, um den seelischen Ausgleich. Mhm. Und das macht der Ball drin. Der Salbe hilft gegen dieses Schwitzen, gegen diese Hitzewallungen. Da geht es um diese Hitze, das, was in der Nacht dann nicht schlafen lässt, weil man so mit Hitzewallungen aufwacht oder auch tagsüber macht das Fenster auf oder macht das Fenster wieder zu. Das gleichen diese Pflanzen aus. Aber auch nur jetzt unter dieser Brille gesehen, ist nicht immer alles sofort logisch ableitbar. Man kann eine Log drinnen sehen, aber die ganze Bandbreite der Pflanzen, da steckt wieder, sage ich mal, die feine Mathematik eines Arno Wolle drinnen und das gesamte Wissen. Also du mit deinem Wissen eigentlich warst völlig überrascht über die Wirkstoffe, die da drin sind in der Kombination und hast gesagt, okay, wir bauen es jetzt mal nach und schauen, wie es wirkt. Das war tatsächlich so. Hä? Es steckt Gott sei Dank so viel Forschergeist in mir, dass ich den Denker, den Kopf, den wir anstudiert bekommen haben, auch mal zur Seite schiebe und sage, schau es dir doch erst mal an, bevor du dir ein Urteil bildest. Weil als Erste, wenn du so eine Mischung bekommst und dir diese Rezepturen und diese Formularien ansiehst und die Anna, die uns die Mischungen mal hergelegt hat, dann kommt sofort der Kritiker. Der ist auch gut, den braucht man oft. Aber ja, ich darf den nicht immer nur die Oberhand geben. Und den mal zur Seite zu stellen und sagen, jetzt sehen wir uns das an, weil es gibt einen Grund, warum über 50 Jahre die Leute zu diesem Mann auf den Hof gepilgert sind, warum die Zeitungen in Dänemark voll waren und warum in Dänemark heute noch alle älteren Menschen den noch kennen und sagen, ja, ich habe dort für meine Akne damals auch schon genommen und das war gut. Und ich muss nicht alles sofort verstehen und logisch herleiten. Es ist schon nur faszinierend zu beobachten, die Schlüsse daraus zu ziehen und dann die Theorie und die Hypothese zu zimmern. Das ist dann der nächste Schritt. Das Erste ist mal, es wieder herzubringen und es mal nur zu beobachten, einfach mal mit offenem Geist hier zuzusehen und es zu dokumentieren. Die Anwendungen zu beobachten, die Feedbacks unserer Ärzte zu systematisieren, eine Datenbank zu klopfen, damit auch dieses Wissen sichtbar und greifbar zu machen und verstehbar zu machen. Und die Hypothese dahinter, Mensch, wer kann denn bis heute auch die ganzen universitären Forschungseinheiten können eine einzelne Pflanze bis heute nicht erklären? Manchmal kannst du eine Substanz raus extrahieren und dann hast du das Wirkprinzip, das die Wirkung auslöst. Aber bleiben wir beim Ball drin, weil wir ihn hier drinnen haben in dieser Mischung Peace of Mind und auch in der Mischung für die Wechseljahre, die 1878, aber allein der Ball drin, wird heute auch mit dem ganzen großen Wissen bis heute nicht verstanden. Man hat noch nie diesen einen Extraktanteil herausnehmen können, diese eine Wirkstofffraktion aus der Ball drin Wurzel extrahieren, die für die Wirkung verantwortlich ist. Also, und auch Baldrian ist ja abhängig von der Dosierung wiederum unterschiedlich, wirkt unterschiedlich. Da ist die richtige Dosierung entscheidend für welche welche Wirkung hier gerade hervortritt. Hm. Ich hatte mal eine Dame da, die hat über die dänische Hagebutte geredet, aber es muss die dänische sein und nicht irgendeine andere, weil die andere Windverhältnisse, Kälteverhältnisse haben und deshalb hat sie sich eine andere Zusammenstellung gebaut, um der Natur eigentlich gegenüberzustellen. Da sind ganz andere Wirkstoffe drin. Ja. Und ich denke schon, dass die Natur sich etwas überlegt hat, warum jetzt da 50 oder 100 verschiedene Sachen drin sind. Ja. Und hat natürlich, ich glaube auch nicht, dass es im göttlichen Wille ist, hey, nimm diese Pflanze auseinander, nimm ein Konzentrat und mach was daraus. Und ich glaube, das Ganze zu erhalten, als Einheit, als balancierte Einheit, als Geschenk der Natur zu erhalten, das ist für mich Verständnis zur Natur. Ja. Oder? Und das, was Arno Wolle ja auch immer sagte, ist keine Substitutionstherapie, indem er jetzt fehlende Stoffe dem Körper zufügt, sondern mit seinen Kräutern und seiner Kräuterrezeptur hat er den Körper befähigt, selber die Stoffe aus der Nahrung wieder aufzunehmen, die ihm fehlen und den Körper eben befähigt, da zu reparieren, wo Störungen sind. Und das ist nochmal was anderes. Also wir werden heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht erklären können, warum es funktioniert, aber es hat in der Geschichte immer wieder funktioniert. Arno Wolle, schauen Sie sich selbst mal die Geschichte an. Es ist so wirklich ein großer Mensch wie ein Bruno Gröning gewesen, der einfach sehr vielen Menschen geholfen hat, wo in Dänemark ein großer Name war, aber hierzulande jetzt bei uns in der Schweiz oder Deutschland viel, viel weniger bekannt war. Aber der Schatz von ihm ist erhalten.
Und da möchte ich noch was reden. Es sind ja eigentlich Wirkstoffe. Es ist nicht irgendwie ein 0815 Nahrungsergänzungsmittel, was man frei kaufen kann, sondern hier gibt es natürlich regulatorische Hürden, weil Wirkstoffe natürlich immer irgendwie eine therapeutische Empfehlung, eine Vermittlung eines Arztes oder einer Apotheker dahinter stehen muss. Ist das richtig? Richtig. Ja. Das heißt, wie komme ich jetzt zu diesem Versuchsballon zu sagen, hey, ich habe Akne, ich möchte Akne loswerden, ich habe Männerprobleme, wie komme ich zu einem solchen Produkt, um es einfach mal zu testen? Das geht eigentlich relativ leicht, weil diese Mischungen, die wir jetzt auch gesprochen haben, die erfordern in ihrem Wesen, ein Haarausfall erfordert nicht zwingend eine ärztliche Begleitung. Da nicht. Eine Akne erfordert auch nicht zwingend eine ärztliche Begleitung, wenn es nur ein paar kleine, wenn es ein Anfang in der Akne ist, wenn es wirklich tief sitzt und der ganze Körper und Rücken und so weiter, klar. Ich soll natürlich immer schon auch meinen Arzt hinzuziehen und das ist uns wichtig. Wir sehen immer, wenn alle in guten zusammenarbeiten, dann kann für den Patienten auch wirklich was bewegt werden. Aber nichtsdestotrotz, ich kann einfach, wenn ich sage, ich merke so, es kommt der Wechsel und die Wechseljahrsbeschwerden, ich möchte jetzt mal eine 1878 Formel von Wolle probieren, dann kann man sich die organisieren und besorgen. Es gibt hier dazu den Verein, es gibt den Verein der Freunde der Naturmediziner Arno Wolle, der betreibt eine Website, die genau das tut, vermitteln und zusammenführen. Wo ich es dann kriege, zu welchem Therapeuten, welche Apotheke? Welche Apotheken arbeiten damit? Und genau. Die Apotheke hat schon, speziell die deutsche Apotheke, hat eine gewisse Freiheit, die Mischungen dann auch so abzugeben und den Patienten zukommen zu lassen. Aber es gibt jetzt nicht irgendeinen Online-Job, da ich mit 2-3 Doppelklick PayPal bezahlen gleich bestellen kann. Das gibt es nicht. Weil es wirklich über eine Fachstelle gehen muss. Richtig. Also man findet die Apotheken und auch zum Teil die Apotheke in Deutschland hat doch einen Shop dazu und man kann. Aber es ist hier nicht, es soll jetzt nicht hier der große Marktplatz entstehen, sondern es geht uns schon darum, es soll jeder Menschen Zugang haben, aber schon auch begleitet sein, das Wissen dazu zu haben und es findet sich. Und das ist die Aufgabe des Vereins, dieses Wissen zugänglich zu machen und die Brücken zu bauen und es greifbar und sichtbar zu machen. Ja. Großartig. Ja, danke euch ganz herzlich, dass ihr mir auch über diesen Stoffwechsel, über diese Problematik ein Arne-Wolle-Produkt vorgestellt habt. Liebe Anne, ganz herzlichen Dank. Liebe Simon, auch dir herzlichen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, innerhalb des Formats Naturmedizin passen natürlich solche Naturschätze, Rezepturen natürlich perfekt hinein. Und es ist mir wirklich eine große Freude und Ehre, dass wir über Arne Wolle reden durften und ich Ihnen hier einen weiteren Schatz präsentieren durfte. Und wenn Sie könnten, hier einfach einmal zu riechen, ich kann es nicht genügend sagen, man riecht, dass hier was drin ist, was eine Wirkung haben muss. Persönlich schlucke ich das ja auch, jetzt nicht in Bezug auf Haarausfall, auch wenn ich es nötig hätte. Aber ansonsten tue ich mir das einfach zugute, weil ich überzeugt bin, dass eine Vielfalt von Produkten ein vergrößertes Mikrobiom auslöst oder ein starkes Mikrobiom. Und ich gehe immer davon aus, dass hier unten im Darm natürlich viel Gesundheit drinsteckt. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch hier auf Wikisana, alle Sendungen für Sie zusammengestellt, werbefrei. Und hier unten haben wir den Button zu YouTube, unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie auch den. Und hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an interessanten Sendungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.